Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Laa, Weihnachten steht kurz bevor. Geruhsame, festliche und friedliche Tage, die wir uns alle verdient haben und auf die wir uns freuen dürfen. Zuvor möchte ich gerne mit Ihnen in einigen Bildern auf dieses ereignisreiche Jahr 2022 in Laa zurückblicken. Die Ausstellung Sieben auf einen Streich in unserem Stadtmuseum hat uns das ganze Jahr über begleitet. Seit 50 Jahren sind unsere Ortsteile Hooksweyer, Kippenheim-Weiler, Kubach, Langenwinkel, Mietersheim, Reichenbach und Sulz Teil der Stadt Laa. Und nur ein Jahr nach der Eingemeindung folgte mit der Kreisreform gleich der nächste Einschnitt. Heute sind wir eine starke Stadt mit attraktiven Stadtteilen, die sich ihre Eigenständigkeit bewahrt haben. Was vor 50 Jahren eine Vernunftehe war, ist zur echten Win-Win-Situation geworden. Anfang des Jahres haben wir einen Corona-Dialog auf dem Rathausplatz veranstaltet. Alle Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, von ihren Erfahrungen zu berichten, Fragen zu stellen und Lob oder Kritik vorzubringen. Ich bin sehr froh, dass wir die Pandemie immer besser in den Griff bekommen. Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, zum Beispiel im Gesundheitswesen, aber auch im ganz persönlichen Umfeld. Die Feuerwehrstadt Laa hat ihr 175-jähriges Bestehen gefeiert, mit öffentlichen Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet und über das ganze Jahr hinweg. Darunter waren zum Beispiel der stimmungsvolle große Zapfenstreich, eine rasante Stadtwette der Jugendfeuerwehr und eine spektakuläre Schauübung. Die Resonanz in der Bevölkerung war beeindruckend. Wir wissen, was wir an unserer Feuerwehr haben und dass wir uns jederzeit auf sie verlassen können. Wir haben die ukrainische Flagge am Rathaus 2 gehisst, als Zeichen der Solidarität mit allen Menschen in der Ukraine, die sich der Bedrohung des Krieges ausgesetzt sehen. Aber auch als Zeichen der Solidarität mit allen Menschen in Russland, die diesen Krieg ablehnen und ebenfalls um ihre Sicherheit bangen. Es ist bemerkenswert, was unsere Stadtgesellschaft leistet, um geflüchtete Menschen hier in Laa zu unterstützen. Dafür möchte ich mich bei den vielen engagierten Helferinnen und Helfern von Herzen bedanken. Wir waren diesen Sommer Gastgeber für ein Großereignis. Zum vierten Mal hat ein Landesturnfest in Laa stattgefunden. Vier Tage lang haben wir spannende Wettkämpfe, mitreißende Shows, Partys und Konzerte erlebt. Vier Tage voller Lebensfreude und ausgelassener Stimmung in der Innenstadt und auf dem Festgelände im Seepark. Wir haben uns als Sportstadt von unserer besten Seite präsentieren können. Und gleichzeitig hat die Stadt den Geist, den die jungen Menschen hierher gebracht haben, ein Stück weit in sich aufgenommen. Diese Offenheit, Fröhlichkeit und vor allem diese Leichtigkeit hat uns extrem gut getan und darf uns gerne weiter begleiten. Auch unsere Städtepartnerschaften haben Jubiläen gefeiert. 60 Jahre Dol, 50 Jahre Belleville und nachträglich 15 Jahre Alajuela. Zum Beispiel mit der Ausstellung Pura Vida in der Villa Yam in unserem Stadtpark, gestaltet von Künstlerinnen und Künstlern aus Costa Rica. Oder mit der Pflanzung einer deutschen Eiche in Belleville. Oder mit der Aufstellung von zwei Himmelsliegen Chevaniergarten in Dol. Für mich sind Dialoge nicht nur zwischen Regierungen, sondern auch auf kommunaler Ebene wichtig. Unsere Städtepartnerschaften sind aktive Friedensarbeit von Mensch zu Mensch. Unser Bau- und Gartenbetrieb Laa hat dieses Jahr auch mal nicht aufgeräumt. Damit hat er allen Menschen, die ihren Müll achtlos in die Landschaft werfen, den Spiegel vorgehalten. Vier Tage lang ist dieser Müll einfach liegen geblieben. In der Folge gab es eine öffentliche, durchaus kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Genau das wollten wir erreichen. Und eines hat die Aktion auf jeden Fall auch gezeigt. Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BGL ist nicht selbstverständlich und verdient unsere Wertschätzung. Mit dem Krieg gegen die Ukraine ist plötzlich auch das Thema Energieversorgung und Energiesicherheit in den Fokus gerückt. Gemeinderat und Stadtverwaltung haben schnell reagiert und ein Maßnahmenpaket beschlossen, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Wir haben zum Beispiel die Straßenbeleuchtung gedimmt und im Hallenbad ist es nun etwas kühler. Das ist zwar bedauerlich, aber mit den Einschränkungen
leisten wir unseren Beitrag, um gut durch den Winter zu kommen. Und schließlich durften wir nach 2 Jahren Unterbrechung endlich wieder zu Chrysanthema einladen. Die Pause hatten wir genutzt, um das Konzept weiterzuentwickeln. Ich finde, der Neustart ist uns sehr gut gelungen. Und ich bin froh über dieses Lara-Alleinstellungsmerkmal, das viele begeisterte Besucherinnen und Besucher in unsere Innenstadt lockt. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lahr, Sie sehen, wir haben in diesem Jahr viel erlebt. Wir gehen gemeinsam durch Krisen, wir feiern aber auch gemeinsam. Egal was kommt, wir halten als Stadtgesellschaft zusammen. Wir können uns aufeinander verlassen. Diese Gewissheit erfüllt mich mit Mut und Zuversicht. Mein besonderer Dank gilt dem Gemeinderat, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und allen, die im Haupt- und Ehrenamt das Leben und die Lebensqualität in Lahr ein Stück besser machen. Ich freue mich auf viele persönliche Begegnungen mit Ihnen im kommenden Jahr. Doch nun wünsche ich Ihnen zunächst frohe Weihnachten, erholsame Tage mit Ihren Liebsten, Ihrer Familie, Freunden und Bekannten und einen guten Start ins neue Jahr.